Marathon-Location heute. Oh ja, mal wieder. Ist hier eine riesig hier. Aber nur eine kleine Wiesche. Wir werden verfolgt. Ach, guck mal, Tür steht schon offen. Kiek mal schön mit dem Bett, ja. Krank. Halt. Was ist? Wo ist mein Tiffy? Tiffy! Boah, fuck off, Alter. Guck mal, da ist sogar noch Papier im Handtuchspender. Ach, hör auf. Mama auf. Mama auf. Oh, Alter, fick dich. So scheiße, das ist ja echt spooky, oder? Aha, ein bisschen so. Geht dir mal dieses Bett an. Übelkrank, oder? Da oben sind Lampen auf jeden Fall. Ah. Ja. Ja, also, soll auf jeden Fall alte Krankenhaus sein. Viele werden das wahrscheinlich schon kennen. Wer mit kennt, schon mal davon gehört. Sie waren noch nicht hier. Ja, gut, jetzt. Aber das ist schon wieder so ein riesen Ding hier. Klar, Alter, hier brauchst du ein paar Tage. Da sind hier schon andere Leute drin gegangen. Hier sind Masse. Gut, hier. Oh nein! Was ist? Jetzt habe ich meine Taschenlampe im Auto liegen lassen. Oh nein! Oh doch! Oh. Ah, warte, ich hol meine große raus. Ich hab doch. Warte. Nein, alles gut, ich will meine große raus. Guck mal. Okay, dann nehme ich die. Ich verzeihe Robi fragen. Sehr schön. Danke schön. Das ist ein Baufolge. Die wissen, dass wir kommen, müssen sie sich freuen. Also wirklich. Du musst doch aussehen wie vorher. Ich sag dir mal jetzt ganz ehrlich, ich möchte hier im Keller. Ich weiß, dass du im Keller bist. Da gibt es bestimmt irgendwo eine Pathologie. Und die Tür schließt sich von alleine. Exit. Jan hier ist da. Warte. Steht alles über Wasser? Nee. Oh. Guck mal, wie weit es noch geht. Jo, ich seh das. Oh, hier ist alles nass. Ja. Alles von oben, Alter, Spiel. Ich will nicht wissen, wie oh, wie geil! Alter. Da sind unsere Gäste. Psychotherapie. Von Montag bis Freitag von 5 bis 21 Uhr. Beleuchtung. Feierabend. Das ist doch wieder klar. Lockdown? Okay, geht jetzt nicht weiter. Alter, das ist eine riesen Zentrale, Junge. Was ist denn das für ein Psychokrankenhaus? Warum ging die nicht da rein, wo wir reingegangen sind? Noch ein. So. Mahlzeit. Was geht? Hast du was gefunden? Nicht wirklich, nee. Also nichts, was ich erwartet hätte. Oder nicht erwartet hätte. Was hast du erwartet? Weniger Kabel habe ich erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Den hätte ich, danke. Den hätte ich auch gesucht, den Raum. Da ist er. Dankeschön, Schwimmbad würde ich auch gerne wissen, wo es ist. Ja, wir sind irgendwie gerade angekommen. Eigentlich suchen wir ein Schwimmbad und ich habe eigentlich auch, dass er eine Pathologie oder irgendwas ist. Ja, Kinderstation ist hier auch. Wo jetzt? Warte, ja doch, oben, die Richtung. Okay. Kannst du sogar im Glaskasten vorbeilaufen. Cool. Sehr interessant. Im Obergeschoss, erstes Stockwerk sind die ganzen OPs. Cool.
cool. Das kann ich dir. Das habe ich bis jetzt rausgefunden. Wo ist denn hier die nächste Treppe überhaupt? Da vorne. Da vorne war eine Treppe, glaube ich. Ja, doch, da war eine Treppe. Ah. Alles klar, cool. Holzverkleidung. Teilweise sind hier. Was interessant ist, sind die exklusiven Zimmer, die hier ausgebaut gewesen sind für. Ah, die Stasi-Führung und so weiter. Ah, cool. Ja, da muss man gucken, teilweise hier oben. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Ja, jetzt mal ganz ernsthaft. Und was so heftig ist, da sind noch so viele Leuchten drin. Ja. Da ist noch richtig viel Zeug. Du musst ganz ehrlich sagen, okay, jetzt Verkleidungsamt. Was machen wir denn jetzt? Was ist das da? Logik. Das Tor ist doch offen. Was ist denn? Wo ist mein Fifi? Fifi! Immer fragen, wo mein Hund ist. Ja, der ist doch weggelaufen, ich such den doch gerade. Hallo? Ja. Ja, den interessantesten Raum, da stehst du gerade quasi vor. Ein bisschen weiter oben ist Kinderstation und OP. Ja, interessant. Nee, wohnen tun die jetzt gerade nicht mehr hier drin. Dafür ist es schon, sind zu viele Fenster offen. Ja. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Aber vor einer Zeit haben hier definitiv Leute drin. Zeit oder kommen. Ja. Ja, das ist hier der Technikraum. Anscheinend muss hier Röntgen oder was weiß ich gewesen sein. Das ist schon echt interessant. Wo die Liege herkommt, keine Ahnung. Ja, ich habe eine Vermutung. Fenster auf und raus. Ja, das glaube ich auch. Von Fenster auf und raus. Ja, ich bin jetzt hier. Wir sind mit euch zusammengekommen. Wir stehen hinter euch. Ja, genau. Genau. Es ist teilweise echt ein bisschen spooky. Taschenlampe würde ich mitnehmen. Aufpassen, wo man hintritt. Hier liegt scheiß viel Glas. Aber ansonsten. Hey, jetzt die Kinderabteilung, wa? Oder was ist das? Das will ich gar nicht. Nee. Will ich nicht sagen, oder? Auf jeden Fall ist das hier bunt mit Graffiti. Ach, guck dir wirklich den Fußboden an, Alter. Kannst du anrufen? Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie ein Handy, nur eine Telefonnummer. Automatik, hast du Leiter gemacht? Ja, das Déjà-vu, ne? Ja. Das kennen wir ja irgendwoher, wenn die scheiß Dinger auf immer aufgehen. Bettenwarte. Okay. Alter, wie viele Leute hier sind, das ist ja Wahnsinn. Ja. Wo waren schon wieder drei Leute? Guck mal, da drüben sieht eher aus, als wären da OP-Räume, oder? Ein bisschen, wa? Würde ich sagen. Das ist halt auch sogar ein Stück Zimmer und was. Alter, hier geht's immer weiter. Oh, fuck off, Alter. Das ist wahrscheinlich der Gäste-Klo. Deswegen und die Größe. Ja, da ist ein großes Waschbecken und ein Klo. Aber guck mal, wie gut das noch aussieht. Ja, ja. Guck mal, da ist sogar noch Papier im Handtuchspender. Ach, hör auf. Ist ja nicht normal, ey. Okay, dann will ich euch lieber nicht zeigen. Aber ihr könnt euch das wahrscheinlich denken. Scheiße, ein Fein, Alter! Déjà-vu. Oh, hinter dir. Oh, da ist Dusche. Da, Dusche Personal. Ah. Alles klar. Das ist ja auch sehr romantisch. Oh, guck mal hier, das doch. Ach, komm, hier. Mit mir, komm, oder? Oh, hier ist wieder Wasser, hier ist wieder Aufruf. Ja. Ach, du Scheiße. Oh, guck mal hier! Wir sollten hier nicht reingehen, stand da alle direkt. Eisenriesen! Alter Schwede! Badewanne, Junge, im Krankenhaus! Mit Notkohl. Jetzt zieh mal ran, okay, was hier? Wer kommt denn da hinter uns? Und vorne steht da. Ich verstehe nicht, warum greift man in diese Putzschlacht?
Nein, da. Hallo? Hallo? In jedem Krankenhaus konntest du immer irgendwie auf den Hof gucken zwischendurch. War da oben. Das ist auch ein Hof. Schön. Ach, guck mal, da oben sind so ja Balkons. Ach, hallo. Ja. Ach, sehr gut. Ja, da hatte einer wohl ein bisschen einen Wutanfall. Ach du Scheiße. Boah, guck mal, wie weit das geht. Ja. Alter Schwede. Ich will unbedingt eine Pathologie sehen. Da bin ich der Meinung, warum schon jetzt auf dem Handy. Pathologie sind immer im Keller. So, ey, ja gut, nee, ich mach das. Sorry. Guck mal. Wow. Und guck mal. Aber eigentlich, wenn es so passt. Oh. Die aufgeht. Nee, nee, nicht. Die ist verschweißt. Ja. Ah, deswegen steht da auch, wieso ihr Wichser? Mach mal auf. Mach mal auf. Mano. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich glaube, ich auch. Wir sind schon mal auf. Behandlungsraum. Behandlungsraum? Hey. Ich bin Keller. Was, ich? Naja. Stillgelegt. Guck, hier steht E, hier steht zweite, erste, besetzt, nach oben, nach unten, warum auch immer, stillgelegt und. Nee, E ist Erdgeschoss, Aufzug und dann brauchst du nämlich den Schlüssel, um nach unten zu kommen. Ins Kellergeschoss. Boah, die müssen alter Schwede. Ja, du kannst ja in der Pathologie nie einfach nur mit dem Dings hinkommen. Dann geht es ja nach oben. Boah, Alter, hat mich der Tropfen erschrocken, Alter. Geht mal hoch, ist schon so viel gequollen. Geht's mir auf. Also überall irgendwelche Schaltkästen und alles, ne? Ja. Ich hab keine Ahnung. Ohne Zahnpflege ist alles. So geil. Warum nicht? Was ist das hier? Hausanschlussverstärker.
Hundefutter. Mit Löffel. Ah, das nee. Fett, Alter. Ich mache eine Menge mit. Aber Alter, wenn hier lieber, guck mal hier, vor dir. Wenn lieber hier so weit. Ja, erstmal den Kram hinterher zwitschert und noch ein Video hinterher und dann das Hundefutter fressen. Das ist wirklich nicht, Alter. Ist ja nicht anderes, aber trotzdem. Nee. Na, das ist ja okay. Vielleicht hat der einer hier mit dem Hund gelebt. Mit dem Boden meint er doch, ne? Ja. Ja, wir haben uns wieder zugesperrt. Oh, hier sind dann die ganzen Alter, was? Unterlagen. Scheiße! Und wenn ihr ja, das ist Jürgen. Alter, Billy Boy, Junge! Alter, die welche fliegt. Ach so, doof, Alter! Du kriegst dich schon wieder nicht ein. Alter Verwalter! Jetzt muss mal in den diesen Trank. Alter! Das ist alles Schaltpläne oder was? Tatsache. Im Grunde wäre ja dann cool von dem ganzen Ding hier. Ist eine Schnittzeichnung? Ne, die bringt mir nichts. Ja, das wird was. D-Mark war ja DM. Ja. Und was ist TM? Ich habe keine Ahnung. 1000 Mark? Weiß ich nicht, weil guck mal, hier steht gesamt 18.350 TM. Und hier steht ja Ausweis der VAP, Höchstpreisangebote. Und Höchstpreis, TM. Ich hab keine Ahnung. Also wenn uns da mal irgendjemand helfen kann, was heißt das wäre TM. Echt sehr interessant mal. Warte mal. H Höchstpreis? Ach nee, schade. Sieht Daniel ruf. Alter, das so ein Ding habe ich das letzte Mal im Amt neu gesehen bei uns. Krass. Alter. Lagebühne, das sieht doch gar nicht so alt aus. Ja, aber es ist eine Schnittzeichnung. Oh, Alter. Oh, Kicke. Krank. Hat sich da drüben. Wir haben den verkehrt rum. Nee, wir haben den verkehrt rum. Nein. So, was hat er gemacht? Oh, sorry. Straßenbeleuchtung, Halskanal begehbar, Halskanal nicht begehbar, Schmutzwasser, Frischwasser, Gas, ja, Regenentwässerung. Leitungspläne sind das da. Und wo sind die Blutleitungen? BPF, Alter, wer sieht denn bei sowas mal durch? Also für mich ist das hier relativ einfach gehalten. Dann mal hier, Verteilung. Wir haben die ganzen Pläne alles drin, Alter, Herr Schwede. Das ist echt krass. Du musst mal Fenster zu machen, denke ich. Alter, mal weiter. Übel, ja. Auch noch. Ja. Die Tür, Alter. Ohne Scheiße, das ist ja echt spooky, ne? Aha, ein bisschen zu erinnern, ja. Warum ist die jetzt auf immer wieder still?
Fick die Erde, ich geh weiter. Boah. Die zwei stehen gerade im Meeting zu Füßen. So. Das Spannende ist mal hier ein bisschen was. Das ist schon krass. Aber so viel spannend haben wir leider noch nicht gefunden. Oh, Alter, fick dich! Ey, hör mal so mit dem Scheiß. Musst du halt sein, Junge! Der will einfach mal die Wände bewegen. Was ist dahinter schon wieder? Da ist bestimmt eine Wand. Eher aus dem Schacht. Ein Kabelschacht. Tada! Alter Schwede. Ein riesen Hörsaal. Oh, da war die Küche. Da war die Essensausgabe. Krass. Soll ich gleich mal umdrehen? Was ich hier zum Essen zubereitet habe. Was ist denn hier noch in der Tür? Hm. Wie weit gewesen? Immer irgendwie im Innenhof verkündet. Okay. Bisschen grüner Farn. Aber da ist eine Tür, da guckt man nach raus. Dann gucken wir wieder hin. Juhu! Boah, was ist denn? Ist ja geil. Alter Schwede. Boah, ist aber tief. Alter. Alter. What the fuck, Junge? Ist dies mein Crank oder Boss? Das ist krass. Ebene 4. Ah! Kinderchirurgie, Chefarzt, Sekretär, Anmeldung, Funktion, Diagnosen, Dialysen. Diagnostik, Station 706. Unfallchirurgie, Chefarzt, Sekretariat, Unfallchirurgie, Station. Kongresszentrum, neurologische. Dann, ja, auf jeden Sie Fall Ebene 2 ist. Jimmy and Peach? Ja. Diese komische Mechanik kennen wir ja irgendwoher mit dem Zumachen, wa? Das haben wir ja schon ein paar Mal jetzt gesehen. Wahnsinn. Saufen, oder? Nee, hier sind wir nicht durchgelaufen. Aber wie habt ihr nicht verstanden, wie man die Hecke? Wir wollen den Haupteingang auch mal filmen. Der Haupteingang wird es ja nicht sein. Ich denke mal wirklich, das ist hier Tatütata, kam hier an, dann sind die runtergefahren, kamen mit ihrer Bettenwagen rausgeschoben und haben die Patienten eingeladen. Ach, wunderschöne Tapete. Alter. Ja, diese komische Nerdy hässlich. Haupteingang ist zu. Ah, hoffen wir es andere Eingänge. Das ist auch schon eigentlich gesehen. Ja. So, unser kleiner Rundgang ist durch. Irgendwie riesen Rundgang. Wir hätten nur ganz erst mit dir kommen sollen. Ja, na, ich glaube, wir waren jetzt hier locker, 2 Stunden oder so unterwegs.
Ja, aber viele Leute hier getroffen. Wirklich. Aber richtig viele Leute. Also das war der Wahnsinn. Ja, auch schöne Tipps gekriegt, alles drum und dran. Ja. Ihr habt das ja in den Videos auch gesehen, so, wir haben so ein paar, versucht, die paar Tipps aufzunehmen. Wir haben gerade noch eine Sauna als Tipp gekriegt, die war wohl ganz cool. Wir waren drin gewesen. Ja, war nicht so cool, oder? Es ist immer schwer, sowas zu fotografieren, ehrlich gesagt. Ja, Sauna ist auch nicht so... Ja, ist auch nicht so spannend, ehrlich gesagt. Aber hier ist auch nicht mehr drin, ne? Also das Einzige, was hier drin ist, das hat ja eine Typi, den wir da vorhin getroffen hatten, den habt ihr ja im Video schon mitgekriegt, so wie er gequatscht hat. Er sagt, wie viel Kabel hier noch drin sind. Also ja, da hat er wirklich recht. Und schöne Holz... Wie nennt man das? Ja, hier die Fußböden. Ja, Holzböden. Holzteppichböden. Ja, Teppichböden. Der Teppichböden hat man ja Wasserböden gehabt. Ja, wie auch immer. Aber war interessant. War zwar leider nicht mehr so viel drin. Ja, aber gut. Aber wir haben den anderen Tipp gekriegt, ja, für das andere Krankenhaus. Ja, genau. Also wir werden einen Tag oder so bestimmt nochmal das andere Krankenhaus angucken fahren. Aber halt nicht mehr heute, weil es wird langsam dunkel und ja, im Dunkeln muss man ja nicht riskieren. Und deswegen gucken wir jetzt hier noch eine Runde rum. Gucken uns das alles nochmal von außen an und dann... Ja, jetzt sind wir gerade bei der Poliklinik. Werden wir nach Hause tigern. Ja. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Genau. Lasst ein Abo da gerne. Ist immer kostenfrei, sagen ja viele an Roh. Ja. Und ein Daumen hoch wäre ganz cool. Ich wünsche euch was. Bis dann. Bis dann. Peace. Tschüss.